Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Play nicht machen. Willkommen wieder zurück bei Sword Art Online mit mir, Christian Angel 3000. Ich wünsche einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend, eine gute Nacht und wie auch immer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nummer 6. Ich glaube, wir sind bei 6 jetzt. Also Folge 6. Und ja. Wir haben in der letzten Folge, haben wir, wie gesagt, mal eine Runde gekämpft. Eine Kampfquest gemacht, die erste. Zwischendurch, was eigentlich nicht wirklich die Story abhängig war. Dann gab es halt wieder viel Gequatsche zwischen Kirito, Strea, Yuki, Yui und so weiter und so fort. Ich hoffe, das hat irgendwann mal auch mal ein Ende. Und letztes Mal haben wir einen Kampf gehabt, der bloß dick als Bilder da war. Und ja, jetzt sind wir wieder am Start hier in unserem Zimmer. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen mal die nette Dame hier an. Checken wir mal, was sie alles will. Und dann schauen wir einfach mal, was uns noch erwartet. Und ja. Gut, also anscheinend haben sie gerade ihren zweiten Kampf, gewonnen. Das freut mich. Ja, allerdings ist mir aufgefallen, dass sich Rei nicht so gut bewährt hat, trotz unseres Rates nicht viel zu grübeln. Das ist mir auch aufgefallen. Rei will ihren Meister unterstützen, aber ihre Meister bietet nicht um Unterstützung. Okay. Ich glaube, Reis Meister wäre es lieber, sie würde gleichberechtigt kämpfen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Rei ist aber total auf die eigene Rolle konzentriert. Oder vielmehr die Rolle, die Rei glaubt, spielen zu müssen. Alle Gewohnheiten sterben wohl nicht so leicht. Das kannst du laut sagen. Rei macht ja auch eigentlich nichts falsch. Sie hat nur gehofft, dass dieser Kampf für ein gutes Gelegenheit für die beiden wäre, ihre Teamarbeit zu verbessern. Ja, wäre nicht schlecht, wenn wir was davon sehen würden. Ich weiß, was du meinst. Oh, Kirito. Die Gegnerzuteilung für die dritte Runde wurde gerade verkündet. Oha. Solange wir gewinnen und die auch, wäre es ja unvermeidlich, dass sich unsere Wege irgendwann kreuzen würden. Aber wer hätte gedacht, dass wir jetzt schon gegeneinander antreten? Ja, Asuna. Darüber hätte ich mir schon Gedanken gemacht. Auch wenn wir sie eingeladen haben, an diesem Wettkampf teilzunehmen, möchte ich gerne etwas für sie tun. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Okay. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht uns gewinnen lässt. Meister, wir haben jetzt schon einen Kampf gegen Kirito und Asuna. Sie werden schwer zu schlagen sein, aber wir können nicht einfach aufgeben. Ah, da seid ihr ja. Kirito, Asuna. Wir werden euch nicht schonen. Das würde ich auch gern gar nicht wollen. Okay. Dann machen wir euch auf was gefasst. Huch. Wow, die beiden sind genauso stark, wie ich erwartet hatte. Verglichen mit ihnen wären die Teams in den ersten zwei Runden ein Kinderspiel. Alles in Ordnung, Meister? Was? Aber ich habe doch die Pflicht, dich zu schützen. Das ist meine wichtigste Mission. Ja, aber das ist keine Einbahnstraße. Hier also versteckt ihr euch. Seid ihr bereit? Wir sitzen in der Klemme, Meister. Na gut, ich verstehe. Ich gebe die Rückenbewegung. Okay. Wir kommen. Ups. Hä? Ernst jetzt? Ihr seid besser, als wir dachten. Was? Wir haben die Enge getrieben, Meister.
Wir können sie erledigen, allerdings fühle ich mich etwas mies, wenn ich das sage. Finde nur ein paar Sekunden, damit ich meine Spezialfähigkeit einsetzen kann. Lass das nur mir. Verstanden. Ihr habt uns erwischt. Ernst jetzt? Einfach ein viel zu gutes Team. Weiter. Ja, und ihr wartet auch auf total aufeinander abgestimmt. Ich könnte die enge Verbindung spüren, die zwischen euch beiden bestand. Warte mal, ihr beide habt doch nicht... Haben nicht was? Schon gut, nicht wichtig. Naja, du hast ja immerhin einen wichtigen... Wichtiges zu denken. In der nächsten Runde geht es um die Meisterschaft. Da hast du recht. Okay, gut. Alles klar. Gut, also wir sind jetzt hier. Definitiv. Und ich würde sagen, es geht mir einfach mal, komm. Ich habe jetzt Bock, auch mal zu kämpfen. Dauernd nur zu labern, zu Hause oder... wir machen Meisterschaftsschatz, würde ich sagen. Mal gucken, was das uns so bringt. Was uns das so sagt. Und dann sehen wir einfach mal weiter. bevor ich aber jetzt das mache... So. Gut, also wir sind in der Schätzekammer. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wir gehen gleich mal zu der Dame hier vorne. Reden. Geheime Daten verloren. Suche die Datenträger in der Steuerzentrale. Okay. Ha. Kleine Form, hohe Kunst. Suche einen Karmischfisch in der... Level 10, Level 5. Suche den Datenträger in der Steuerzentrale. Wollen wir das machen? Komm, machen wir. So, dankeschön. Geheime Daten verloren. Okay. Steh auf dem Tisch. Oh mein Gott. Was sagst du, wir die Kiste öffnen? Yeah. So. Wir gehen. Ja, das ist die Frage. Wie komme ich jetzt da hoch eigentlich? Mannschaft PvE? Ich würde sagen, wir klicken einfach mal alles durch, um zu hoffen, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Ich hoffe, dass wir nicht jedes Mal da hochrennen müssen jetzt. Das wäre ja... Ah, doch. Okay, alles klar. Die Tür ist auf. Wow. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, ein Garten. Oh, okay, ein Pool. Wird da drinne baden, aber dann... Muss ich mich ausziehen? Das will ich nicht. Nein. Okay, alles klar. Also, wohin müssen wir gehen? Warum kann ich hier nicht direkt... Das sagt du. Alles klar. Gut. Damit würde ich jetzt sagen... Mal gucken, wo wir rauskommen. Boah, bin noch ein bisschen müde, aber egal. Zacken! Ah, oh, okay. Meister! Das ist ja. Meister! マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。 あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。
Ja, es ist mein eigen. Ich sehe, das ist mein X-Type handelt, wie meine Daisy. Die sieht echt selten. Alle in Gigo wollen so ein Ding haben. Ja. Ich habe Gerüchte über dich gehört. Anscheinend hat sich die Glücksgöttin richtig ins Herz geschlossen, obwohl du noch neu im Spiel bist. Okay. Aber du kennst ja sicherlich den Spruch, alles Gute hat ein Ende. Wenn du nicht acht gibst, könntest du sie einfach jemand Viel ist nicht auf Type X über sie bekannt. Besonders nicht über die Type. Aber es kommt hier einfach vor, dass sie auf verschiedene Weise den Besitzer wechselt. Wie bei jedem anderen Gegenstand in GGO. Wusste ich nicht, dass sie sich verlaufen. So. Wow, oh, ich weiß ja. Du bist eben erst hier angekommen, aber du bist echt planlos, oder? Hast du mal darüber nachgedacht, die Mitteilung im Büro des Universums zu lesen? Sie haben ja auch bloß eine fortschrittliche Adaptiv-KI installiert, die sie schnell und entschlossen reagiert und handeln lässt. Also gar nichts Besonderes. Aber nicht nur das. Die X-Types haben auch noch alle ihre speziellen einzigartigen Persönlichkeiten. Es ist, als wovon die Paramira träumen. Oh, wir können ihre Meister. Ja, ich habe keinen Bock zu lesen. Schon wieder. Wir können Dings verwandeln. SEO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に参考にあっあっあっまあ、これはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する、とにかく。Kurz gesagt, die Nachfrage von System-Einheiten, besonders von X-Type, ist riesig. Ob nun ihr Aussehen oder ihre Fähigkeiten liegt, sie haben einfach alles, was man sich wünschen kann. Von daher ist es nicht die schlauste Idee, mit den X-Types einfach in die Stadt herumzulatschen. Außer du weißt ganz genau, was du da tust. Nicht, dass es in einer Falle in einer Rolle spielt, jeder weiß bereits, dass du eine hast. Es gibt erst noch wenige Vorkehrungen, die du treffen kannst. Wenn du deine Einheit nicht verlieren möchtest, solltest du unbedingt stärker werden. Vielleicht solltest du dich sogar an einer stärkeren Mannschaft anschließen. Ist nur so ein Gedicht. Danke. Ich gebe mein Bestes, um es zu beschützen. Sieh mal einer an, du sorgst dich um und bist aufmerksam. Spieler wie dich weiß ich sehr zu schätzen. Du kannst mich übrigens Teliska nennen. Es ist mir ein Vergnügen. Ich habe festgestellt, dass deine Assistentin sich interessanterweise mit meiner kleinen Daisy angefreundet hat. Und ob wir das haben, es ist das erste Mal, dass ich ein X-Type wie mich finde. Wenn das für dich in Ordnung ist, können wir ja viele Informationen miteinander teilen. Na klar, das fände ich klasse. Und bei dir hast du vielleicht einen Namen? Nun, die Freunde meines Meisters nennen mich A, aber nur ein Meister darf mich mit meinem richtigen Namen ansprechen. Na gut, nett, dich kennst du dann. Ja, oder? Ich find's auch nett, dich kennst du dann. Oh, wie schön ist es, dass zwei Arsenal-Einheiten zusammen zu sehen. Und das, obwohl ihre Persönlichkeit als X-Type offensichtlich voll verschieden ist. Ich finde es interessant, dass es Meister und welche gekostet hat. Das höre ich gerne. Ich hätte sich immer ganz genau so lebhaft in der Nähe. Da haben wir uns noch nicht gekostet. Ich höre das. Master! Endlich, hau ab! Mein Gott. Lass mich doch mal allein! Ach komm, schon wieder eine Nachricht. Hey Juni, bist du da? Ja.
Ja, ich will dich etwas fragen. Ich warte auf dich in deinem Zimmer. Beeil dich. Vergiss es. Verpiss dich. Lasst mich mal in Ruhe hier, Mann. Doch, das ist so nervtötend, Leute. Jeder kommt so, wisst ihr was? Das ist... Lasst mich mal in Ruhe. Ich kann nicht mal da hoch. Ich muss echt da hochlaufen, oder was? Da vorne sind auch schon wieder jemand, der quatschen will, ey. Das ist doch schlimm, Leute. Schlimm. Nur Gequatsche. Gebt mir auf den Sack. So, jetzt langt's mir. Verpisst euch. Ich habe was Besseres zu tun hier, als dauernd hier dauernd nur so gequatschen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich bin ein bisschen leicht aggressiv. Entschuldigung, das Spiel macht mich ja gerade ein bisschen aggressiv. Es kann nicht sein, dass ich schon wieder 15 Minuten nur am Quatschen bin. Und statt mal irgendwas was anderes zu machen. Deswegen sage ich jetzt einfach, jetzt gehe ich da hoch und mache mal ein paar Quests. Fertig aus. Könnt mich alle am Arsch lecken. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt mir eine Nachricht. Fertig aus. So, dann brauche ich nicht jedes Mal zu jemand anders kommen. Lasst mich einfach mal in Ruhe. So. Punkt. Aus. Pfui. Ah. Schlimm, Leute. Schlimm. Jetzt sagt nicht, das Ding ist offen. Zu. Wollte schon sagen, ey. Wenn die jetzt mich jetzt auch nicht hereingelassen hätten. Ja, du musst die Story folgen. Ja. Hat das Spiel gesagt? Ja. Story? Ja. Genau. Wunderschön. So. Wir haben letztes Mal noch eine Quest abgeschlossen. Ich will gerne meine Belohnung anfordern. Achso, Yamikaze, okay. Beute 9000. Und wo stehe ich? Dein aktueller Belohnungsrang ist bei 997.000. Ich will aber auch was haben. Da, ich bin Platz 8. Woo! Rang angesagter Spieler. Schön. Was hast du hier? Nein, lass mich in Ruhe. Medaillenhändler. Okay, wie viele Medaillen habe ich im Besitz? Keine Ahnung, 3. Okay, 30.000 Credits kriege ich. Verbindung wird aufgebaut. Ja, was bist denn du? Hier kannst du Online-Ranglisten einsehen. Möchtest du eine Rangliste zu sehen? Nein. Lass mich in Ruhe. So. Also, was hast du am Start? Heldenkämpfe. Okay. Für PvP. Nein, zurück. Ich will nicht verbinden. Nein. Oder warte mal. Heldenkämpfe. Geht das nicht mit mehreren Leuten? Fanpool spielen. Level Aufrüstung und Skills für die jeden Charakter definiert. Ein Avatar mit seinem aktuellen Level Aufstieg und Skill. Okay. Was bist du? So. Okay. Dann checken wir mal hier. Gadgets kaufen. Ah, Erste Hilfe und so. Okay. Brauchen wir nicht? Wollen wir nicht? Das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Okay. Angriffsautomaten. Machen wir das. So. Let's go. Let's go. Am besten kämpfen, meine Freunde. Nach 18 Minuten. Katastrophal. Schlimm. Schlimm. Und wie soll ich denn da dann auf 1.500.000 kommen? Erzählt mir das mal. Ne? Wenn ihr das nicht wisst, was es ist, guckt die erste Folge, die zweite Folge an, oder? Nee, Stadtrundgang war das, glaube ich. Genau. Wenig Munition. Hammer. Nachladen. Boom.
Diva, Diva, du. Ja. Easy, meine Freunde. Easy. Noch ist alles gut. Da trotzdem noch nicht, wo meine Energieangabe ist. Zwei von vier, okay. Mission abgeschlossen. Aber das interessiert uns jetzt erst gerade mal nicht. Wir sollten eigentlich... Oh. Huch. Na, da doch mal nach. Wo kommt die denn jetzt auf einmal alle her? Und dem aber. Alle down. Yay. Von Level 4 auf Level 5. Level up des! Hümete kudasai! Tja. War ein kurzes Spiel, ein kurzes Vergnügen, meine Herren. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Ja. Guck mal, vielleicht kommen wir noch eine. Ist jetzt die Mission jetzt eigentlich abgeschlossen? Oder ist sie jetzt Ende? Ich weiß nicht. Abgeschlossen haben wir auf jeden Fall. Kann ich eigentlich mehrere Optionen machen? Ah! Auch nicht schlecht, okay. Und ein bisschen Geld sammeln. Ah, nein! Nein! Ah. Wenn ich jetzt unten rauskomme, jetzt, dann drehe ich durch. Drehe ich komplett durch. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah, die Ladezeiten sind ja echt lang hier. Leute, das ist echt schlimm in dem Spiel, meine Herren. Das ist sehr lange Ladezeiten. Das kann nicht angehen. Und wir sind echt unten rausgekommen. Ich halte den Kopf nicht aus. Kann man hier was machen? Lobby, okay, das ist schon mal gut, okay. Dann hätte ich den ganzen Netz von den ganzen Weg sparen können. No comments. Kein Kommentar, Herr Kommissar. So. Ab zum Teleporter. Wir haben zwei Missionen, die machen wir jetzt. Und dann, klar, es ist jetzt wieder eine Wiederholung im Endeffekt, aber... Wir wollen ja mal ein bisschen was erreichen. Wir brauchen Geld, Money Penny und ja. Macht ja nicht viel Sinn, wenn wir halt nicht vorankommen. Storymäßig kommen wir immer weiter, aber wir müssen ja uns auch mal ein bisschen aufwerten, hochleveln, dass man immer mehr machen könnte, dass man mehr Verteidigung kriegen, etc. pp und so. Ihr kennt das ja. Brauche ich ja nicht so lange diskutieren drüber. Und ja. Jetzt schauen wir mal, ne? Was wir so machen können. Ups.
von Dex. Let the Texas lady cut the flow. Ich glaube, da unten rechts ist mir keine Energie am Schlagen. Mich schlagen lassen, nur mal um zu testen. Nur um zu sehen, wo meine Energie eigentlich ist. Komm, schlag mich. Schlag mich. Ah, okay, dann kommt doch meine Energie hoch. Rechts unten unter der Munition. Ja, das war. Das muss man ja erstmal wissen. Oh, nochmal 1000 Credits extra dazu bekommen. Wunderschön. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh. Seid ihr denn? Das muss ich alles alleine machen, ja. Heidi. Danke. So. Jetzt Pause. Nebenquest. Oh, was war das denn? Haben wir auch abgeschlossen. Oh, gibt's was. Au, 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 au. Level 6 erledigt. Super. So. Deckung, was? Oh, ey. Ernsthetze? Die Entdeckung. Danke. Häng ihn weiter ab. Wunderschön. Haben wir das super hinbekommen, Leute. Gehen wir wieder zurück. Ein paar Gegner hier machen. Punkte zusammen.
Okay. Wieder ein Gegenstand. Wundervoll. Oh, es ruckelt langsam gerade. Habt ihr das gemerkt? Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Wird langsam mal Zeit. Ich würde aber mal eine höhere Position machen. Aber was bedeutet das Zeichen hier? Verwirrt mich etwas. Das heißt, das hier Deckung oder was? Egal. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, man muss wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Dann machen wir das einfach mal. Komm. Wenn wir die Schatzjagd machen, weiß ich nicht. Ich muss ja erstmal gucken, wo wir da hinkommen. Ist so eine andere Sache, ne? Ja, ich will ein Item. Item von der Wind. Da. Hammer. Easy. Wie gesagt, ab zurück. So, Ergebnisse. So, 40 Gegner. 4000, 5000. 3 Waffen gefunden. 43.000. Glückwunsch, du hast insgesamt mehr als 25 Credits an Beute verdient. Du erhältst 12.500 Credits. Von Level 5 auf Level 6. Von Level 18 auf Level 19. Von Level 5 auf Level 6. Yay! It's a wonderful. It's a wonderful day. Ich würde sagen, wir checken jetzt mal unsere Sachen, weil wir müssen jetzt auch mal neue Waffen anlegen. Oh. Okay, ja, würde ich mal sagen, oder? Lass mal so stehen, oder? Ja, lass mal so stehen. Lass mal. Und wir sind irgendwie da draußen gekommen, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Aber egal. So, Ausrüstung. Wir haben Pistolen, Haufen Meiser. Guck hier mal, was checkt euch mal das hier an. Also, meine Güte. Also. Wir haben Pistol Prykon. Schuss, Vollautomatik, Gewicht. 36 Stärke. Ach nee, das brauche ich, benötige ich. Okay. Optische Harden 1%. Neu, okay. Ich kann die gar nicht anziehen. SPP Ripper. Stärke 4, okay. Optik. Oh, ich habe schon ein paar Sachen. Augenklappe. Ah. Nee. Barett? Nee. Augenklappe. Nee. Barett. Ach, warum eigentlich auch immer? Wir nehmen aber. Da. So. Skills. So. Sturmgewehre. Wir wollen gerne, dass wir uns verstärken. Ja, das ist nur was. Hä? Ach, hier. Ah. das braucht jeweils nur 10. Okay. Alles klar. Würde ich jetzt hier mal auf 5 machen? Checken. Yes. So. Ausrüstung. Wir wollen hier mal was Besseres haben. Also, das ist ja schon was. Ich hab. Also, wir haben Geschicklichkeit 4.
Ja, Geschicklichkeit brauchen wir noch anscheinend. Für Waffen. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit Nummer 4. Machen wir auch auf 5, würde ich sagen. Yes. Vitalität machen wir auch auf 5. Dass wir ein bisschen mehr Energie haben. So, und den Rest machen wir in Glück rein. Vielleicht bringt das ja was. Na, lass mal. Vielleicht hilft es dann später mal. So. Wir können. Wieso können wir diese Waffe nicht nehmen? Geschicklichkeit 7 hat das Problem. Das ist okay. Aber ich habe hier noch eine goldene. Position A, Position A. Wo ist der Unterschied? Egal. So. Cool, wir haben eine neue Waffe. Da, 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 da. Freischaltchip. Oh, ganz schön viel, das ist ganz schön viel Stuff. Aber das in der nächsten Folge, dann werden wir die Waffe auf jeden Fall mal testen mit unseren neuen. Ja. oder wollen wir noch schnell kurz in den Shop? Würde mich interessieren, was ich kaufen könnte. Wenn ich jetzt richtig liege. Neue Klamotten wären ja auch mal nicht schlecht. So, ich glaube, das war hier. Yep. Hier war es. Waffenladen kaufen. Kampfjacke. Scharfschützenjacke. Ich will das Haufen. Dreizeitiger. 84.000 haben wir erst. Ach du Scheiße. Ich würde. Schade, dass man die nicht angucken kann. Was ist das? Boah, wie teuer. Glasdisplay, Bügelohrhörer, Gasmaske, Pilotenbrille. Ah, dann zack. Ey. Boah. Okay, alles klar. Lass mal das einfach mal so stehen. Teuer wie die Sau. Also, würde ich sagen, das war's erstmal. War die Folge von SWAT Art Online Fatal Bullet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Das war's. Macht mal noch ein Like und einen Kommentar drunter, wie ihr es findet, was ihr eine allgemeine Bewertung vielleicht, ne? Wie gesagt, und wenn es halt nichts kommt, dann stirbt dieses Let's Play ab Folge 10 dann auch wieder, wie bei Dynasty Warriors. Hat aber. Muss leider so sein. Also dann verabschiede ich mich hiermit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euer Christian Angel 3000. Wiederschauen, reingehauen. Tschüss.